Einen Mann am Hochzeitstag zu beobachten ist ganz was Besonderes, vor allem speziell den Bräutigam. Und wenn ich eine freie Trauung mache oder gemacht habe, dann stand ich ja immer neben dem Bräutigam, der auf seine Braut wartet. Und da habe ich so unglaublich tolle Einblicke gehabt, so viel erlebt, so viele Gespräche auch mit den Männern geführt, vor allem um sie von ihrer Nervosität abzulenken. Und ich möchte dir heute hier in diesem Video sagen, was ich beobachten konnte und was die Männer tatsächlich denken und empfinden, wenn sie das erste Mal ihre Braut im Brautkleid sehen und auf sich zulaufen sehen. Ich weiß, dass dieser Moment für die meisten Frauen und Bräute einer der wichtigsten Momente am ganzen Hochzeitstag ist, und zwar ihr Auftritt. Es fließt unglaublich viel Engagement, Zeit, Geld in das Outfit der Braut. Sie möchte perfekt aussehen, so schön wie sie noch nie war, und einfach nur einen tollen Auftritt haben, ihren Mann so richtig überwältigen. Und da gibt es natürlich viel Stress, viel Kopfzerbrechen. Es ist nicht umsonst so, dass es eine ganze Industrie hinter Brautkleidern gibt. Und ja, jeder versucht, diesen Wunsch der Frau zu erfüllen, dass sie wirklich an dem Tag glänzen kann. Der Gedanke, der dann bei den Männern durch den Kopf geht, der ist natürlich unterschiedlich. Aber ich möchte mal eins sagen: Selbst die härtesten Männer, die so nach außen hin nie irgendeine Gefühlsreaktion haben, das sind meistens die, die es am allermeisten erwischt, weil die gar nicht gewöhnt sind, mit so einer Flut von Emotionen umzugehen. Und da kommen ganz oft die Tränen, da kommen ganz oft die Schluchzer, da drehen die sich plötzlich weg, haben sich nicht mehr unter Kontrolle und werden richtig überflutet von den liebevollen Gefühlen, die sie in dem Moment haben. Ja, Gedanken, die Männer zum Beispiel haben, wenn ihre Braut auf sie zuläuft, sind: Wow, sieht sie wunderschön aus, oder ich werde sie den Rest meines Lebens lieben, oder was für ein Glück ich habe, dass ich sie kennengelernt habe. Und vor allem fühlen sich die Männer in diesem Moment unglaublich verbunden mit der Frau, die da auf sie zuschreitet. Ja, diesen Moment dann gekonnt in Szene zu setzen, damit du genau so eine Reaktion hervorrufen kannst, das braucht ein bisschen Hintergrundwissen, weil es nicht nur darum geht, ein schönes Lied aufzulegen, ein schönes Kleid anzuziehen und nach vorne zu schreiten, sondern es geht vor allem um die Stimmung, die man schaffen muss, die man erzeugen muss, damit dieser Auftritt seine volle Wirkung entfalten kann. Und wenn du das lernen möchtest, dann guck sehr gerne in die Videobeschreibung. Dahinter lege ich dir einen Link, der dich in meine Masterclass für Brautpaare führt. Es ist ein Kurs, den ich so noch nirgendwo gesehen habe, wo du wirklich das ganze Wissen einer Hochzeitsplanerin an die Hand bekommst und Schritt für Schritt deine Hochzeit sinnvoll aufbauen kannst, dein Budget effektiv einsetzen kannst, wo du richtig sparen kannst sogar, und wo du vor allem ganz viel lernst über die Stimmung, über den Zauber einer Hochzeit, wie du deine Hochzeit wirklich zu einem der schönsten Tage in deinem Leben zaubern kannst. Und das wünsche ich mir tatsächlich für jedes Brautpaar, weil diese Momente, die wir hier jetzt auch gerade gesehen haben, die sind einfach unvergesslich, unvergesslich, und die tragen dich auch durch jede Krise und sind etwas, was man fürs Leben schafft. Komm super gerne in die Masterclass. Du kannst mir dort auch deine Fragen stellen. Ich unterstütze dich bei der Planung deiner Hochzeit, ohne dass du einen Hochzeitsplaner buchen musst. Du kannst es alles in Eigenregie machen und wirst damit eine ganz fantastische Hochzeit planen können.